Hallo, ich muss euch was gestehen. Ich habe da so ein Ding, und zwar so ein richtig dickes Ding. Ihr holt's mal her. Und zwar eine mega fette Eichenbohle. Die ist auch ein bisschen krumm, die muss man abrichten und so. Aber als erstes muss man die besäumen. Bevor wir jetzt hier den ersten Schnitt machen, müssen wir gucken, was wir von dem Holz überhaupt gebrauchen können. Und da hilft es zum Beispiel, einen Schraubenzieher zu nehmen. Hier sind wir hart. Ihr seht, hier taucht der Schraubenzieher kaum ein. Und wenn ich hier drauf klopfe, mache ich hier schon richtige Kerben rein. Ich kann ihn auch reindrücken und rumdrehen im Holz. Ich weiß nicht, ob es jetzt richtig ist, aber das nennt man eigentlich Speck, wenn ich es jetzt noch richtig weiß. Und damit können wir ja nicht arbeiten. Das sieht man hier jetzt auch richtig schön. Das dunklere Holz ist das harte und das weiche ist das, mit dem wir überhaupt nicht arbeiten können. Das heißt, wir schneiden hier den ersten Schnitt. Dazu nehme ich die Tauchsäge für den ersten Schnitt. Was ihr allerdings beachten solltet, und das ist kein Scherz, das ist wirklich so, und zwar auf die Wahl des Sägeblattes. Ich habe einen 64 Zahn für die Tauchsäge, habe aber einen 42 Zahn noch, und bei Längsschnitten in Massivholz weniger Zahn ist mehr. Darauf solltet ihr achten. Wir machen jetzt einen Schnitt, und zwar so weit, dass das Sägeblatt von hier hinten schon so weit ist mit der Hinterseite. Und dann machen wir da noch einen Keil rein, damit das Holz durch die Eigenspannung, die es hat, nicht wieder zumacht und die Säge verkantet. Die Sägeblätter, die ich in diesem Video benutze, die verlinke ich dir unten, die sind von der Firma Bayerwald und ich bin mit denen echt zufrieden. Jetzt hat mir doch glatt die Tiefe von der Säge nicht gereicht. Es fehlen 2 mm. Die hat 5,4 mit der Schiene. Also 55 hat sie. Aber mit der Schiene hat sie halt nicht mehr 55. Aber ich konnte es wegbrechen, die 2 mm. Und wie ihr seht, es ist nichts verbrannt. Es ist sauber durchgelaufen. Also das ist sehr wichtig, an den Sägeblattzähnen dann zu sparen, wenn ihr in den Längsschnitt geht. Warum machen wir den Zahnwechsel oder niedrigere Zähne, auf Deutsch gesagt, ist ganz einfach. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr quer zum Holz, zur Maserung hobelt, entstehen, also von Hand, entstehen lauter kleine Späne. Macht ihr aber längs zur Maserung, entstehen lange Späne. Und je feiner die Verzahnung, umso voller wird die Spanabnahme, umso heißer wird dann halt auch das Blatt. Und je geringer die Zähne sind, umso mehr Platz hat der Span, der abgetragen wird. Deswegen geht man mit den Zähnen runter. Sollte ich jetzt falsch liegen, dürft ihr mir gerne Shitstorm verpassen. Aber so ist es für mich einleuchtend logisch. Sägeblatt haben wir drauf. Wir gehen jetzt grob 1,5 cm oben drüber, damit das Blatt auch ein Stückchen rausschaut. Ist jetzt ein bisschen tricky, weil das, ja, das eiert ein bisschen und das schieben wir jetzt durch. Nicht vergessen, Schutzbrille und Gehörschutz. Und dann sägen wir mal ein Teil runter und dann sägen wir noch ein Stück runter. So, Leute, ihr habt gerade gesehen, wie das Ding da durchmarschiert ist. Das ist sowas von krass durchgefahren, ey. Also echt, hätte ich jetzt nicht erwartet, weil mit dem anderen Zahn hat es echt zu schaffen gehabt, wo ich den Nussbaum oder auch die andere Eiche gesägt habe. Aber weniger Zahn ist hier echt, echt viel, viel mehr. Und wie ihr sehen könnt, das Schnittbild. Das kann sich mega sehen lassen, auch wenn ich jetzt weniger Zähne habe. Es ist echt einwandfrei. Klar, man hat ein paar Spuren vom Sägeblatt, aber mit einem anderen,
Da wäre das Sägeblatt wahrscheinlich schon ein bisschen ja, angelaufen und wir hätten hier Brandspuren im Holz. Haben wir aber hier nicht eine. Also es lohnt sich wirklich ein Blatt mit 24 Zahn zu kaufen. Und so besäumt ihr euch eure Massivholzbohlen. Wenn ich jetzt das Ganze gegenrechne, wenn ich mir kein, ja, wenn ich einen 60 oder einen 42 Zahnplan, 42 Zahnblatt nehme und da viel mit Echtholz arbeite, raucht mir das früher oder später ab. Heißt, ich brauche wieder ein Blatt und dann brauche ich irgendwann wieder ein Blatt. Nehme ich jetzt das Geld in die Hand und kaufe einmal so ein Längsschnittsägeblatt, heben mir die anderen länger und das Sägeblatt für den Längsschnitt hebt, denke ich mal, auch lang genug. So kommt ihr im Kostenfaktor entweder auf null raus oder sogar günstiger. Ja, und auch wenn jetzt ein paar sagen, hey, du bist total abogeil, ich sage es trotzdem, wenn dir mein Kanal gefällt, dann darfst du mir gerne einen Daumen da lassen und einen Kommentar und mich abonnieren. Würde mich riesig freuen, denn sind wir mal ehrlich, jeder, der einen YouTube-Kanal macht, hätte gerne viele Abonnenten. Oder was meinst du? Schreib's mal in die Kommentare. Also, weiter geht's. Ja, also, was habe ich persönlich gelernt? Ich persönlich habe gelernt, mehrere Sägeblätter zu Hause zu haben oder in der Werkstatt macht wirklich Sinn. Man kann abwägen, braucht man noch einen 60 Zahn oder nicht für feine Querschnitte in Massivholz oder halt feine Schnitte auch in Spanplatten. Ein 42 oder 40 Zahn Blatt auf der Bosch GTS, also 40 Zahn auf der Bosch GTS, damit kannst du alles sägen. Auch Massivholz geht halt schwerer. Und ein 24 Zahn, das nach dem, was ihr gerade gesehen habt und ich gefühlt habe mit dem Schieben, also das ging echt durch wie Butter bei diesem Sägeblatt. Das haut mich jetzt echt vom Hocker, muss ich echt sagen. Ja, also es lohnt sich wirklich. Und jetzt mal noch eine Frage an euch. Ich habe ja das 24-Zahnblatt jetzt von Bayerwald, das 60-Zahnblatt, das 40-Zahnblatt bekomme ich noch. Ich dachte, ich habe ein 40-Zahnblatt drauf, aber es war ein 60-Zahnblatt. Das bekomme ich noch und das ist für mich, denke ich mal, ein cooles Set, was man haben sollte. Und jetzt die Frage nochmal an euch. Habt ihr Bock, so ein Set zu haben? Soll G-Max da sich mal ein bisschen was einfallen lassen und vielleicht so ein Dreier-Set, was die Zähne angeht, zusammenzustellen. 24 Zahn für Massivholz-Längsschnitt, 40 Zahn für Allround-Schnitte, Buche-Multiplex oder Birke-Multiplex für Siebdruckplatte, was haben wir noch, OSB und so. Und dann halt für Massivholz-Querschnitte oder für eure beschichteten Holzplatten ist ein 60 Zahn auch gut. Macht feinere Schnitte und weniger Ausrisse. Ja, also sollen Sie sich da mal hinsetzen und so ein Set entwerfen? So ein Dreier-Set? Habt ihr da Interesse oder eher nicht? Schreibt's mal in die Kommentare rein. Also mich haut das Blatt jetzt echt schon vom Hocker. Die Qualität vom Schnitt und die Leichtigkeit, wie die Bohle durch ist. 5,5 cm, Alter. Ist schon genial. Auf jeden Fall tue ich jetzt, also so richte ich ab, so habe ich es auf verschiedenen Abrichten. Ich verarsch dich nur, ich dachte, das wäre witzig. Besäume ich. So habe ich es bei verschiedenen YouTubern gesehen. Und ich weiß ja nicht, ob ihr die anguckt. Deswegen dachte ich, mache ich ein kurzes Video drüber. Und über die Sägeblätter, welche da die richtige Wahl sind. Ja, und für die, die jetzt sagen, halt, du hast da was falsch gemacht, bitte unten in die Kommentare reinschreiben. So können alle was davon haben und lernen. Darum geht es ja letztendlich. Das war's dann auch schon im heutigen Video. Quick-Tipp, wie tue ich richtig besäumen? Und ich hoffe, ich kann oder konnte euch helfen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Du darfst gerne ein Abo dalassen und kommentieren und Daumen hoch. Und für die, die mich tatkräftig unterstützen wollen, unten ist ein Link. Kanalmitglied werden, kosten Euro oder 5 Euro pro Monat, läuft über PayPal oder Google Pay. Und so unterstützt du meinen Kanal. Also, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und ciao.